Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr da seid zu dieser feurigen Baucheinheit mit Yoga- und Pilates-inspirierten Übungen. Zwölf Minuten stehen auf dem Plan. Wir praktizieren langsam und bewusst und geben dadurch ordentlich Intensität rein. Viel Spaß! Wir legen direkt los und beginnen im Sitzen mit den Füßen vor dir aufgestellt. Wandere die Füße ruhig noch ein Stückchen weiter von dir weg, greife unter deine Oberschenkel, runde den Rücken und lehne dich einmal richtig schön nach hinten. Und zwar so sehr, dass du eine richtige Dehnung zwischen deinen Schulterblättern spürst. Wir wollen hier in eine Variante von Katze Kuh. Dafür richte dich mit deiner nächsten Einatmung auf. Schultern zurück, Brust und Herz heben, Hohlkreuz. Mit der Ausatmung lehn dich wieder zurück, runde den Rücken und lass dich hier wirklich tief nach unten sinken. Einatmung, richte dich wieder auf, Kreuz. Ausatmung, lehn dich zurück, denke Katzenbuckel und saug den Nabel ein. Wir wollen ja hier unsere Körpermitte aktivieren. Ein, komm nach oben, nimm die Schultern zurück. Aus, lehn dich nach hinten und unten. Noch einmal so. Einatmung, komm nach oben. Ausatmung, lehn dich zurück, zieh den Nabel ran. Nächste Einatmung, richte dich nochmal auf. Und mit der Ausatmung, rolle Wirbel für Wirbel ab und komm in Rückenlage. Winkel hier die Beine an, Unterschenkel parallel zum Boden, die Knie berühren sich. Dann verschränk die Hände hinter deinem Kopf, Ellenbogen zeigen nach außen. Atme ein hier. Atme aus, heb den Oberkörper, zieh die Ellenbogen Richtung Knie. Einatmung, öffne die Ellenbogen wieder, streck die Beine senkrecht Richtung Boden. Achtung, Ausatmung, zieh Ellenbogen und Knie zueinander, mach dich ganz klein und rund. Mit der Einatmung, komm zurück in die Streckung, presst den unteren Rücken fest in den Boden. Mit der Ausatmung zieh ran, mach dich klein, Ellbogen küssen, Knie. Einatmen, strecken. Ausatmen, ran. Noch sechsmal ganz bewusst gerne die Augen dabei schließen. Einstrecken, ausran, sechs. Einstrecken, ausatmen, ran, fünf. Einstrecken, ausran, vier. Ein. Aus drei, ein. Aus zwei, einstrecken und ausatmen noch einmal zusammen und hier halten, halten, halten. Das steigt man einmal nach oben rollen, halten und dann auflösen, leg ab, zieh Arm und Beine lang auseinander. Sehr schön. Weiter geht's. Für unsere Lecklifts lege deine Arme entspannt neben deinen Körper, streck deine Beine senkrecht Richtung Himmel und gib hier eine richtig schöne Spannung rein. Entweder lass Kopf und Schultern am Boden liegen oder wenn du mehr willst, heb den Oberkörper an und zieh die Arme lang nach vorn oder bring die Hände an die Schläfen. Los geht's. Mit der Einatmung senkt dein rechtes Bein langsam Richtung Boden, Fuß schwebt über der Matte. Ausatmung zurück, heb dein Bein wieder an. Ein, lass dein linkes Bein zum Boden sinken, linker Fuß schwebt über der Matte. Ausatmung zurück, zieh dein linkes Bein wieder ran. Ein, rechtes Bein tief, Spannung bis in die Zehenspitzen. Ausatmen ran. Ein, linkes Bein tief, auch hier Spannung reingeben. Ausatmen ran. Mach hier weiter in deinem eigenen Atemrhythmus und nimm hier eher die Geschwindigkeit raus und gib dadurch mehr Achtsamkeit, Präsenz und Intensität rein. Sehr schön. Achte darauf, dass dein unterer Rücken den Kontakt zum Boden behält und bewahre dir deinen ruhigen und tiefen Atem. Jede Seite noch einmal. Mit der Einatmung absenken, mit der Ausatmung ranziehen. Einatmen tief, ausatmen ran. Und dann löst auf, zieh die Knie einmal zu dir, atme kurz durch. Dann komm noch einmal in die gleiche Ausgangsposition wie eben, streck deine Beine senkrecht Richtung Himmel. Aber verschränke dieses Mal die Hände hinter deinem Kopf. Heb den Oberkörper an. Nimm die Schulterblätter mit. Und atme ein hier. Atme aus. Lass dein linkes Bein zum Boden sinken und rotiere deinen Oberkörper zur rechten Seite. Ein, Mitte, linkes Bein wieder heben. Aus, rechts absenken, dreh dich auf nach links. Sehr schön. Einatmen, Center. Aus, linkes Bein tief, Rotation nach rechts. Einatmen, Mitte. Aus, rechtes Bein tief, Rotation nach links. Schulterblätter ruhig ein bisschen mehr anheben. Einatmen zurück zur Mitte. Aus, drehe dich auf nach rechts. Ein Mitte. Aus, drehe auf nach links. Noch einmal jede Seite. Ein Mitte. Aus rechts. Ein Mitte, außen links und diesmal bleibe hier. Jetzt zieh die Arme links vom Oberschenkel nach vorn, verschränk die Hände außer die Zeigefinger, pointe von dir weg, heb den Oberkörper noch ein Stückchen an und lass uns hier pulsieren. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 halten. Einmal kurz auflösen. Rückenlage, Füße kurz abstellen. Und dann direkt bereit machen für die andere Seite. Streck dein rechtes Bein Richtung Himmel, dein linkes Bein flach über dem Boden, heb den Oberkörper und zieh die Arme rechts vom Oberschenkel nach vorn. Und dann lass uns auch hier pulsieren für 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halten. Und dann löse auf. Leg ab. Streck die Arme gerne mal lang nach hinten über den Kopf. Zieh den gesamten Körper auseinander. Sehr schön. Komm für einen Moment in die Schulterbrücke, dafür stell die Füße hüftbreit auf und roll von hier aus dein Becken Wirbel für Wirbel nach oben. Lass deine Arme entweder lang nach hinten ausgestreckt oder verschränk die Hände unter deinem Gesäß und ruckel die Schultern ein Stückchen mehr zueinander. Atme hier tief ein und vollständig aus. Wunderbar. Dann komm auf die Zehenspitzen, löst die Verschränkung und roll Wirbel für Wirbel nach unten, leg ab. Von hier aus bringe einmal deine Unterarme auf die Matte, Ellenbogen ungefähr unter den Schultern ausgerichtet. Schieb dein Brustbein aktiv nach oben und achte darauf, dass du hier in den Schultern nicht einsinkst. Dann streck deine Beine etwa im 45 Grad Winkel von dir weg. Und gib hier Spannung rein bis in die Zehenspitzen, denke Ballerina Toes. Wir machen jetzt jeweils sechs Kreise mit den Beinen in beide Richtungen. Wir beginnen im Uhrzeigersinn. Let's go für eins, zwei, lass die Füße schön zusammen, drei, die Augen schließen wenn du magst, vier, fünf. Und der letzte noch mal schön langsam und bewusst sechs. Sehr gut. Wir machen weiter in die andere Richtung. Kreise nach links für eins, zwei. Füße eng beieinander. Drei, vier. Werde ein bisschen langsamer. Fünf. Und der letzte so langsam wie du kannst sechs. Genau. Löse auf, komm in Rückenlage, zieh die Knie noch einmal zu dir ran und schenk dir einen tiefen Atemzug ein- und aus. Dann greif unter deine Kniekehlen und beginn dir so ein paar Mal über den Rücken nach vorne und hinten zu wippen. Lande oben komm ins Sitzen und wir wollen unsere finale Boat Pose Navasana. Wir haben drei Varianten. Für Variante 1, heb die Unterschenkel parallel zum Boden, Hände bleiben an den Oberschenkeln, der Rücken ist lang. Für Variante 2, lass alles so wie es ist und verschränke nur deine Hände hinter deinem Kopf. Und für Variante 3, strecke von hier aus deine Beine. Finde deine Variante und dann halte für 10, 9, Acht, sieben, sechs Rücken gerade, fünf, vier, drei, zwei, eins und dann löst auf. Komm direkt in die Schmetterlingsvorbeuge. Bring die Fußsohlen aneinander. Lass deinen Oberkörper schwer Richtung Boden sinken und erlaube es deinem Rücken, sich ruhig leicht zu runden. Gib ab. Lass jetzt alles los. Entspann die Schultern, entspann die Finger. Genieße den Release und die feine Entspannung für deinen unteren Rücken hier. Noch ein Atemzug tief ein und aus. Dann richte dich auf. Kreuze einmal deine Schienenbeine und schieb dich von hier aus in einen bequemen Schneidersitz. Atme ein, heb die Arme über beide Seiten nach oben. Atme aus, dreh dich auf zur rechten Seite. Ein, komm zurück zur Mitte, Arme heben. Aus, dreh dich auf nach links. Einatmen Mitte. Und mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz. Yes, du hast es geschafft. Das waren zwölf sehr intensive Minuten auf der Yogamatte. Und ich bin gespannt, ob du morgen oder übermorgen noch an mich denken wirst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Namaste.